Oh, Emma, ich sag dir, ich liebe Pepperwoods. Ja, ich liebe Pepperwoods. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich finde das so toll immer bei euch. Ich würde den ganzen Tag hier gerne bleiben. Ja, Malik. Oh Mann, ich hoffe, der wird gleich abgeholt. Heute passt mir das eigentlich nicht so gut. Oh, guck mal, Emma. Jetzt fängt die nächste Pepperwoods-Folge an. Ich bleib auf jeden Fall noch hier. Wir gucken 10 oder 20 oder 100.000 noch Pepperwoods-Folgen, okay? Oh, jetzt weiß er auch schon Zeit. Ich meine, jetzt weiß er auch noch, wie lange er hier bleiben will. Toll, klasse, ich komme hier nie weg. Oh ja, perfekt. Julian, wir müssen mal was besprechen. Bleib mal stehen. Julian, du bist doch mein allerbester, liebster Bruder. Und du magst doch auch meine Freunde nicht und Hannas Freunde doch auch nicht. Ich hätte ein Angebot für dich. Ich habe das Gefühl, das wird nicht gut für mich. Was willst du denn jetzt? Was soll ich für dich machen? Mein Tablet kriegst du nicht, auch wenn Malik da ist. Naja, ich meine, kannst du nicht Malik sagen, dass er gehen soll? Weil ich habe gleich was vor mit Papa und dann, wenn Malik das erfährt, will er bestimmt mitkommen. Das geht nicht. Ach so, aber natürlich, sehr, sehr gerne. Malik, du bist hier herzlich willkommen. Du kannst den ganzen Tag hier bleiben und wenn du möchtest, kannst du sogar hier schlafen bei Emma. Habe ich kein Problem mit. Ja, Emma, das ist ja super nett. Wolltest du mir das so als Überraschung geben? Bestimmt, ne? Ich bleib hier, das wird toll. Wir gucken den ganzen Abend Pepperwoods. Oh, Julian hat genau das Gegenteil von dem gemacht, was er sollte. So wird das nichts. Ich glaube, ich muss Malik rausschmeißen. Malik, ich sag's nur ungern, aber wir müssen reden. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, da geht's jetzt nicht mehr weiter. Ja, ich weiß, Pepperwoods ist zu Ende, deswegen hole ich mir jetzt ein Eis aus eurem Kühlschrank. Darf ich doch, oder? Malik, ich sag jetzt, wie es ist. Du musst nach Hause gehen. Wieso? Ich bin doch hier, ich darf doch hier bleiben. Tja, das finde ich jetzt aber fies von dir. Also eben hat dein Bruder gesagt, dass ich noch bei dir schlafen darf. Und jetzt meinst du mich raus, ich bin doch dein bester Freund. Ja, Malik, du bist auch mein bester Freund, das bleibt ja auch so. Aber heute geht's leider nicht, weil ich habe noch einen Termin mit meinem Vater. Wir gehen in den Aquapark und deshalb so. Tja, das ist ja aber fies. Du hättest mich auch fragen können, ob wir in den Aquapark zusammen gehen können. Aber nein, jetzt gehst du mit deinem Papa ganz allein. Oh Mann, das hat ihn ganz schön traurig gemacht, glaube ich. Ja, Malik, warte, ich kann meinen Vater fragen, ob du mitkommen darfst. Ja, ich mach das. Papa, du bist endlich da. Ich habe eine Frage. Hallo, und zwar, wir wollten noch in den Aquapark und kann da Malik auch mitkommen? Ach ja, Aquapark, da war ja was. Du Schatz, also Prinzessin, das klappt jetzt nicht, weil... Bitte was, Papa, du hast es mir versprochen. Wir wollten zusammen in den Aquapark gehen und okay, Malik wäre jetzt auch mitgekommen, aber warum geht das denn jetzt nicht mehr? Das kann ich dir sogar sagen, weil, also, ich wollte... Ach ja, jetzt kommen irgendwelche Ausreden. Ich will es gar nicht wissen. Du bist aber ein richtig Emma, schlimmer Papa. Du hast es mir versprochen und jetzt gehen wir nicht. Emma, wenn du jetzt so anfangen möchtest, also dann lassen wir das komplett. Ja, dann lassen wir es eben komplett. Du hast gesagt, wir gehen in den Aquapark. Du hast es mir versprochen und jetzt hast du dein Versprechen gebrochen. Ja, du hast irgendwas Wichtigeres zu tun. Aha. Emma, Prinzessin, ich wollte eigentlich mit dir reden, aber so nicht. Nee, ja gut, dann war's das halt mit dem Aquapark und allen anderen Sachen. Ja, das war's. Ich gehe nirgendwo hin mehr mit dir. Das war's. Ich habe keine Lust mehr. Ich wollte es ihr doch eigentlich erklären, aber wenn die so drauf ist, ja, nee, dann habe ich auch keine Lust. Ja, toll. Ist einfach alles schief gelaufen. Ich wollte nur einen Aquapark. Jetzt ist Malik sauer auf mich. Papa ist auch sauer. Ich auch. Hm? Hey, Martin, sag mal, was ist denn mit dir und Emma los? Ich meine, wolltet ihr nicht hier in den Aquapark? Ja, das wollten wir, aber mir ist was dazwischen gekommen, weil, egal, ich brauche es ihr auch nicht erklären. Ich werde das schon machen. Okay, sie schien auf jeden Fall sehr enttäuscht zu sein, Martin. Das musst du irgendwie wieder hinbiegen. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich meine, was hat Papa denn sonst zu tun? Was besser ist, als mit mir in den Aquapark zu gehen? Ich werde ihn die ganze Zeit verfolgen heute. Ausspionieren, ja, was er sonst so Wichtiges vorhat. Julian, eine Sache. Ich werde Papa heute die ganze Zeit ausspionieren. Bist du dabei oder nicht? Also diese Frage beantworte ich auch mit einer Frage. Können Schweine fliegen? Nein, also nein. Meine Antwort ist nein, ich komme nicht mit. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Hallo, Roblox, Minecraft. Also dann eben nicht. Ist nicht deine Schlacht. Dann werde ich immer alleine gucken, was Papa hier so macht den ganzen Tag. Oh, Schatzi, ich bin sowas von kaputt, sage ich dir. Ach, mein Schnutzelpurzel, war das wirklich so schlimm auf der Arbeit? Wurdest du wieder geärgert von allen? Ach, Schatzi, ja. Es war so blöd, sage ich dir. Ach, Schatzi Mausi. Oh Mann, die verhalten sich ja wie kleine Kinder. Sind die immer so, wenn die alleine sind? Das ist ja furchtbar. Ach, beachtet mich gar nicht. Du hast recht nicht, Papa. Lass mich bloß in Ruhe. Ich werde ein paar Beweisfotos machen oder Beweisvideos. Dann nehme ich die Kamera mit und dann kann Papa mal sehen. Und dann kann er mir mal schön erklären, was er den lieben und langen Tag gemacht hat, was wichtiger war, als mit mir in den Aquapark zu gehen. Ich bin echt gespannt. Aha, war klar. Papa sitzt vorm Fernseher und der schaut lieber Fernsehen, als mit mir in den Aquapark zu gehen. Ja, ja. Hm? Was macht er denn jetzt? Nee, das macht er doch nicht wirklich, aber er ist doch schon groß. Oh, den ganzen Tag schon ist das schon in der Nase und ich kann kaum atmen deswegen. Oh Mann, da werde ich auf jeden Fall ein Beweisfoto von machen. Boah, ist das ekelhaft. Oh, also der ist ja riesig, sage ich euch.
Oh, ich habe jetzt auch keine Lust mehr, extra irgendwo ein Taschentuch oder so zu holen. Ich könnte ja einfach das hier unter das Sofa schmieren und dann, wenn es irgendwann mal Claudia sehen sollte, dann sage ich einfach, die Kinder waren's. Ja, so einfach. Wie geht's? Ich werde mich nie wieder auf dieses Sofa setzen, aber zum Glück habe ich Beweisfotos gemacht, sonst glaubt mir das keiner, vor allem nicht Mama. Oh, 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 da kommt was. Oh, ich wusste echt nicht, wie ekelhaft Papa ist, aber der ist ja echt total widerlich, der hat gerade gepupst. Und wie das stinkt, was habe ich denn gegessen? Das riecht ja wie verfaulte Eier. Dieser Geruch zieht auch langsam zu mir. Wo bin ich? Bin ich noch zu Hause? Dieser Geruch ist wirklich betäubend. Was stinkt hier denn so? Martin, warst du das etwa? Achso, Claudia, Schatz, bitte. Ich bin ein erwachsener Mann. Warum sollte ich sowas machen? Julian ist hier eben vorbeigegangen. Wahrscheinlich war der das, wie immer. Was? Jetzt schiebt er das wirklich auf Julian. Mann, der traut sich was. Du, Claudia, Schatz, ich muss dann auch ganz schnell einmal los. Ich hätte da was zu erledigen. Ja, die Sachen, also ich muss jetzt ein bisschen was umplanen wegen Emma. Was? Worum geht's denn genau? Ja, es geht ja darum, dass wir heute nicht in den Aquapark gegangen sind und da muss ich ein paar Sachen klären. Erkläre ich dir später. Ich muss jetzt schnell los. Aha, jetzt werde ich hier auch noch als Ausrede benutzt. Naja, ich muss mir auf jeden Fall hinterhergehen. Was ist da bloß los? Emma, aus dem Weg, ich muss nach unten. Oh Mann, bist du jetzt wirklich Papa mit einer Kamera am Nachspionieren? Oh Mann. Ja, Julian Vogel, ich hätte mal eine kleine Anmerkung. Wenn du pupsen musst, dann musst du das hier nicht im ganzen Haus verbreiten. Hä? Ich war doch die ganze Zeit oben in meinem Zimmer. Ich meine, ja gut, da habe ich ein paar Mal gepupst, aber ich war doch noch gar nicht unten. Ich verstehe gar nicht, was dein Problem ist. Kommt der Geruch etwa bis nach unten? Kann doch nicht sein. Tja, Julian, wie war das? Ist nicht meine Schlacht. Naja, ich muss Papa jetzt verfolgen, sonst macht er sich ohne mich aus dem Staub. Was hat er nur vor? Also mit mir will er nicht in den Aquapark, aber er will irgendwas organisieren. Ach, der lügt doch bestimmt. Was will Papa denn hier in der Kita? Aber ich bin da doch gar nicht. Heute ist keine Kita. Was will er denn da? Warum kommt er denn in meine Kita? Ich meine, anmelden wird er sich ja wohl nicht. Er ist viel zu alt. Jetzt dreht er sich um, guckt nach links und rechts und schaut, ob ihm jemand gefolgt ist. Er ist wirklich sehr verdächtig. Also ich habe das Gefühl, ich werde beobachtet, aber das kann ja gar nicht sein. Upsi, hat er mich gerade etwa gesehen? Nein, ich glaube nicht, oder? Hat er doch? Ich weiß nicht. Jetzt geht er wirklich in die Kita rein, aber warum ist die Kita denn auf? Die hat ja echt, die ist geöffnet, seltsam. Das ist echt wirklich ein bisschen komisch. Ich meine, vielleicht hat er das ja mit Brigitte abgesprochen, dass sie die Tür ihm aufmacht. Vielleicht haben die ein geheimes Treffen. Hallo, guten Tag. Jemand da? Hallo, die Tür war offen. Oh, das ist einfach herrlich, dieses Bällebad nur einmal für sich zu haben. Ich verstehe schon, warum die Kinder das immer so lieben. Herr Vogel, was machen Sie denn hier? Ich habe gerade nicht im Bällebad gelegen. Entschuldigung, habe ich auch nicht gesehen. Versuchen Sie irgendwas? Haben Sie was vergessen? Nein, ich habe nichts vergessen. Ich wollte zu Ihnen. Ich dachte, wenn ich ein bisschen früher vorbeischaue, also bevor es jetzt noch Abend ist, sind Sie noch hier in der Kita. Ja, worum geht's denn? Was kann ich denn für Sie tun, Herr Vogel? Ja, ich wollte das mal unter vier Augen mit Ihnen klären. Was Persönliches. Oh mein Gott, Papa trifft sich mit Brigitte, mit meiner Erzieherin. Sind die etwa ein Liebespaar? Also, Brigitte, ich muss Ihnen auch sagen, ich bitte Sie, das jetzt nicht der Mutter von Emma zu sagen, weil sonst kriege ich wahrscheinlich Ärger. Das ist bitte eine Sache zwischen Ihnen und mir. Okay, und jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Worum geht's denn genau, Herr Vogel? Oh Mann, jetzt schnell, ich muss ein Video machen. Wo drücke ich hier drauf? Das muss Mama sehen. Beim besten Willen, Herr Vogel, ich denke nicht, dass das Emma gefallen wird, was Sie da vorhaben. Brigitte, glauben Sie mir, es wird schon gut gehen. Es ist halt meine Tochter, sie wird es schon verstehen. Bitte, nur das. Ich befürchte, dass Brigitte meine Mutter werden soll, aber ich hab schon eine Mutter, noch eine brauche ich nicht. Also Emma soll nicht in die Kita kommen. Na gut, also wenn Sie meinen, dass es das Richtige für Emma ist, Sie müssen das entscheiden. Ja, bitte, es geht nicht anders. Also gerade heute habe ich das gemerkt, also sie muss raus. Bitte was? Also jetzt platzt mir aber der Kragen. Emma? Du willst mich von der Kita abmelden? Das geht nicht. Wie bitte? Emma, kannst du mir mal sagen, ich wusste doch, dass ich verfolgt werde. Ich dachte, wie, du warst das? Ich dachte, das wäre der Wind, der gesprochen hat. Also, dachte ich zumindest. Sehe ich einfach aus wie der Wind, der trägt keinen Pinguin-Strampler. Und ich meine, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Mir wäre es lieber gewesen, wenn ihr ein Liebespaar gewesen seid. Aber warum soll ich denn aus der Kita raus? Bitte, was? Liebespaar? Ein Liebespaar? Nein, das auf gar keinen Fall. Und nein. Emma, das andere ist halt... Ich brauche das überhaupt nicht zu erklären, Papa. Ich werde sowas von hier bleiben. Ja, das steht fest. Wenn es sein muss, dann werde ich mich an dieses Bällebad ketten. Ich werde es nie wieder verlassen, ja. Brigitte, also heute ist, also heute verstehe ich mich nicht so mit meiner Tochter. Und genau deswegen wollte ich das. Können Sie vielleicht mit ihr reden und es ihr erklären? Na gut, ich versuch's. Ich werde mal meine Erzieher-Skills hier spielen lassen. Emma, bitte. Es ist nicht so, wie du denkst. Brigitte, das kannst du nicht zulassen. Ich will auf jeden Fall hierbleiben. Das ist meine Gruppe, Kita Sonnenschein, hier. Ich mache es jetzt. Emma, Schatz, also, weil wir heute ja nicht in den Aquapark gehen konnten. Ich hatte was anderes vor. Ich hatte zu Hause was vorbereitet, also wollte ich vorbereiten mit dem Onkel Stefan. Aber du warst ja so schlecht drauf. Es geht auch nur darum, dass du morgen nicht in die Kita kommst. Ach so, das hättest du doch gleich sagen können. Und ich dachte, ich muss mich für immer verabschieden.
Okay, also so wie es aussieht, ist es doch nicht so ein großes Problem. Also Emma, es geht nur darum, dass du morgen nicht hier sein wirst, ansonsten schon. Ja, Emma, Schatz. Der Grund, warum wir heute nicht in den Aquapark gegangen sind, war ganz einfach. Ich wollte mit dir einen Tag ganz alleine haben, noch nicht mal im Aquapark, sondern ich wollte zu Hause was planen. Aber das hat ja nicht geklappt. Papa, das hättest du doch mir viel eher sagen können. Ich meine, jetzt bin ich total verwirrt. Ja, Emma, Schatz. Also, ich wollte es dir auch vorher sagen, aber du bist ja total ausgeflippt. Ich wollte einfach nur einen Tag mit meiner kleinen Prinzessin am Pool, weil da hat der Onkel Stefan was ganz Besonderes jetzt geplant für dich. Na, dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß, Emma. So wie es aussieht, hat dein Papa sich wirklich ins Zeug gelegt. Oh Mann, ich bin sowas von gespannt wie ein Flitzebogen, was mich zu Hause erwartet. Alles klar, dann ab nach Hause, Schatz. Los geht's und... Was macht dein Hannas Kamera hier? Du hast doch... Hast du mir etwa nachspioniert? Also, meine Kinder sind sowas von verrückt, aber ich meine, mich würde es jetzt wundern, wenn das nicht passiert wäre. Oh Mann, das ist sowas von verrückt. Papa, das ist richtig klasse, was du gemacht hast. Emma, wo bleibst du denn? Hey, also, eben war Onkel Stefan da und der hat das ganz kurz gemacht und der hat das jetzt für die Sommerferien gemacht. Boah, ich sehe schon eine eigene Rutsche. Wow, cool. Und das bleibt jetzt die ganzen Sommerferien hier? Boah, das ist richtig klasse, Papa. Dankeschön, das ist so lieb. Kein Problem, mein Schatz. Eigentlich war es ja geplant, dass wir beide nur am Pool sind, aber jetzt sind Mama und Julian auch da und das ist auch in Ordnung. Ja, tut mir leid, aber es ging nicht anders. Mir ist sowas von warm. Ich glaube, das ist der heißeste Tag des Jahres. Oh Mann, die Rutsche ist so richtig cool und ich find's richtig toll, dass das die ganzen Sommerferien jetzt so bleibt. Oh, super. Oh, Papa, danke schön, danke schön. Ich werde jetzt auch das Video löschen, wo du die Popel ans Sofa schmierst, okay? Bitte was? Martin, du bist das immer gewesen? Ich meine, weißt du, wie oft ich das wegschrubben muss? Emma, das musste nicht sein. Ich habe es schon längst gelöscht. Vielen Dank. Oh Mann, ich hätte auf Papa gleich hören sollen. Oh Mann, aber dann kann ich jetzt Malik anrufen und dann geht's in den Pool. Yes!